Warum bedeutet uns unsere Küche etwas? Eigentlich handelt es sich ja nur um einen Ort. Mit Schränken, Stühlen, Lebensmitteln und Geschirr. Ein Zimmer eben. Aber es ist nicht die Summe von Dingen, die diesen Ort ausmachen. Man sagt ja auch, die besten Partys und die schönsten Abende finden genau hier statt. Vom Geruch von Omas Plätzchen in der Kindheit, über das erste angebrannte Nudelgericht bis zum guten Glas Wein spät in der Nacht. Hier ist der Ort, an dem große Emotionen geboren werden. Und hier entstehen Erinnerungen für den Rest unseres Lebens. Mehr als einfach nur irgendein Raum. Hier ist das Leben. Also vorstellen konnte ich mir vieles als junger Mensch, wie das immer so ist. Man will natürlich alles Mögliche werden und hat seine Vorstellung. Aber was mich fasziniert hat, war einfach die Zusammenarbeit auch in der Familie. Mein Start war auch eine richtige Schreinerausbildung, weil das eben als Grundlage für mich einfach wichtig war, um den Holzwerkstoff kennenzulernen und damit auch die Verbindung zum Produkt zu haben. Sobald wir den Auftrag vom Kunden haben, wird er auch individuell wieder gefertigt. Also wir haben keine Lagerproduktion, sondern jede Küche wird einzeln gefertigt. Ja, wir fertigen heute hier auf über 230.000 Quadratmeter mit 1.550 Personen, 900 Küchen am Tag und damit sind wir einer der größten Hersteller in Europa und versuchen trotzdem unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Das war immer meine Devise. Stillstand ist Rückgang, auf der Stelle treten gibt's nicht. Der Anspruch, die Küche und die verbundenen Geräte damit aus einer Hand beziehen zu können, da haben wir irgendwann gesagt, wir wollen eigentlich alles selber in der Hand haben und haben uns dann für eine eigene Marke entschieden. Unsere Stärke ist sicherlich unsere vernetzten, digitalisierten Prozesse, die wir einfach haben. Eins lässt sich jedoch nicht automatisieren, unsere Liebe zum Detail. Wir liefern an sehr, sehr viele Händler weltweit und sehen unsere Partner als Teil der Hecker-Familie. Was macht den Unterschied bei Hecker aus? Es sind die Menschen, die den Unterschied machen. Und unter Menschen verstehen wir den Kunden und die Mitarbeiter. Diese beiden stehen bei uns im Vordergrund. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht die Größten und nicht die Günstigsten sein, sondern einfach die Besten. Und dem Qualitätsanspruch des Marktes gerecht werden in dem Bereich, wo wir einfach auch gut sein wollen. Und da uns das so gut gelingt, konnten wir auch einfach in den letzten Jahren dieses Wachstum generieren. Wir sind also schneller gewachsen, als ich es eigentlich gedacht habe, weil einfach die Nachfrage da war. Alle wollen Hecker kriegen. Wenn der Manufakturgedanke auf Hightech-Fertigung trifft, Ästhetik auf Leistungsfähigkeit, Werteorientierung auf Partnerschaftlichkeit, dann entstehen Küchen voller Schönheit und Leben. Hecker-Küchen. Unsere Küchen sind Teil ihrer Familie.